Anja Time. Und Giorno, da wären wir wieder. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt eine Sommersaison hier einläuten. Und zwar möchte ich heute zum Thema Moonshot Thinking mit euch sprechen. Ich war ja letzthin im Bundestag und durfte dort unter anderem zu Coworking auf dem Lande sprechen. Beziehungsweise sollte ich das so ein bisschen einordnen und das habe ich getan. Und ich habe da das ganz große Fass aufgemacht und unter anderem das Moonshot Thinking angebracht. Was ist Moonshot Thinking, werdet ihr euch vielleicht fragen. Es ist etwas, was uns Deutschen nicht so ganz geläufig ist und uns auch ein bisschen immer so ein bisschen gaga vorkommt, wenn Menschen etwa sehr hochtrabende Pläne und Visionen haben, die sie verfolgen wollen. Und das nennt man Moonshot Thinking. Wenn man also nicht darauf beharrt, was heute ist und das irgendwie versucht, ein bisschen so zu verbessern, sondern wenn man wirklich darüber nachdenkt, was könnte morgen möglich sein und daran arbeitet, dass das möglich wird. Und das im ganz großen Stil, nämlich die Singularity University sagt immer, man muss über Sachen nachdenken, wie man 1 Milliarde Menschen helfen kann und nicht irgendwie, wie man vielleicht 10 irgendwie eine Freude machen kann. Are challenged to create solutions that leverage exponential technologies to positively impact the lives of 1 billion people. Also 1 Milliarde Menschen und das Moonshot Thinking, dieser Begriff, lässt sich darauf zurückführen, dass in den 60er Jahren John F. Kennedy ausgerufen hat, die Amis werden die Ersten sein, die den Mond betreten werden und das wird unser Ziel sein und da wurden da Ressourcen reingesteckt. Und die Menschen flogen zum Mond und in dieser Phase, in diesen 60er Jahren, ist ja auch ganz viel passiert. Und das kommt auch so ein bisschen, weil das auf einmal so auch befreite im Kopf, dass man ganz groß denkt, also was heute noch gar nicht möglich schien, das anzugehen und Ressourcen zusammenzubringen, zusammenzudenken, wild zu träumen und wild irgendwie in die Zukunft hineinzudenken, was könnte alles möglich sein, wenn... Und Steve Jobs hat das immer mal so genannt, er skatet dorthin, wo der Puck hinfliegt, nicht da, wo er abgeschlagen wird. Und das ist im Grunde genau dieses Denken, was im Silicon Valley halt sehr stark verbreitet ist. Ich hatte dazu da schon mal etwas dazu erzählt, in verschiedenen Kontexten jetzt im Rahmen der Anja Time, warum das vielleicht dort dann eher zum Tragen kommt. Und wir hatten uns ja auch mit China beschäftigt. Und die das dann ja kopieren und die auch ganz groß in ganz großen Plänen denken und ganz langfristig und versuchen dann im Grunde sich da hinzurobben. Während wir Deutschen halt doch eher so Schuster bleib bei deinen Leisten, wir gerne so ein bisschen zurückbleiben und zurückgucken und denken, ach, wir leben doch ganz genügsam und es geht uns doch gut und es verbessern hier noch ein bisschen was und da ein bisschen was. Und derweil eigentlich sehr ambitionslos durch die Wälder streifen. Und Moonshot Thinking, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, weil wenn man groß denkt oder wenn es einzelne Leute gibt, die groß denken und man dann auf einmal irgendwie sich selber erwischt und denkt, meine Güte, was, das ist doch völlig abgespaced, darüber nachzudenken, abgespaced im wahrsten Sinne, weil Elon Musk ja darüber nachdenkt, den Weltall zu bevölkern und die Menschheit irgendwie zu einem interplanetare Spezies dorthin zu führen, sodass wir also verschiedene Planeten irgendwann zukünftig bewohnen können als Menschheit, vielleicht auch als Rettungsanker, falls wir das hier nicht mehr auf die Kette kriegen mit unserem Erdball hier. Und dieses Denken, was wirklich wahnsinnig ist und irrsinnig und viele auch abschreckt, weil sie denken, wir haben hier genug zu tun auf der Erde, lass uns hier anfangen. Aber dieses Denken befreit halt auch, weil man halt wirklich ganz groß denkt und auf einmal irgendwie über ganz andere Sachen nachdenken kann und nicht so im ganz Klein-Klein halt sich da so auffällt. Und das wurde jetzt irgendwie, hat er einen großen Widersacher gefunden, nämlich Jeff Bezos, ein anderer Testosteron-Mann, der meint irgendwie jetzt auch den Mond irgendwie bevölkern zu wollen.
Und dann vom Mond aus solche Pods, nennen die die, im Weltall zu kreieren. Und das beruht auf irgendeinem Konzept aus den 70er Jahren. Wilde Gedanken, absurde Gedanken. Es gab dann auch ein Twitter-Battle zwischen den beiden, beziehungsweise Elon Musk hat ihn ausgelacht. Irgendwie gesagt, es würde so viele Ressourcen kosten, das würde überhaupt gar nicht möglich sein. Also das ist schon Moonshot-Thinking für Elon Musk bereits, also völlig absurd. Aber trotzdem irgendwie, es gibt diese Vision im weitesten Sinne, wie absurd auch immer man das empfindet. Und die arbeiten darauf hin. Ja, und jetzt gibt es halt diesen Space Shuttle und es gibt jetzt diese Telestar da, diese ganzen Satelliten, die Elon Musk da hochjagt, damit wir hier auf der Erde erstmal überhaupt mit Internet versorgt werden, aber auch als Refinanzierungsmodell für dieses doch sehr kostenintensive Vorhaben und gleichzeitig Jeff Bezos da seine Landemaschine vorstellt. In dem Rahmen hat er auch seine Vision da präsentiert als Vision für die nächsten Generationen. Er sagt, das können wir hier gar nicht jetzt schaffen, sondern im Grunde geht es darum, jetzt eine Infrastruktur aufzubauen, sodass die nächsten Generationen daran weiterarbeiten können. Ich selber, wie auch immer ich das finde, ist völlig, es tut gar nichts zur Sache. Sondern was mir daran gefällt, ist einfach wirklich mal groß zu denken, anders zu denken, zu überlegen, wie können wir transformativ eigentlich die Probleme lösen, die wir haben. Und dann sind wir bald wirklich bei diesem Moonshot Thinking. Wir haben große Herausforderungen, riesige Herausforderungen. Der Klimawandel ist mit Sicherheit die größte, die wir haben. Dann haben wir jede Menge Technologien, die jetzt bereits zur Verfügung stehen, die aber auch in absehbar KI, Quantencomputer, und so weiter und so fort. Also es gibt jede Menge neue Technologien, die man neu zusammendenken kann, um wirklich mit Anspruch irgendwelche neuen Herausforderungen anzunehmen. Und dann muss man überlegen, wie man da zu wirklich radikalen Lösungen findet. Und das genau da, wo diese drei Facetten zusammenstoßen, dass darum geht's im Grunde Moonshot Thinking, sich darauf zu konzentrieren. Und wenn man sich das so anschaut, es gibt auch in Deutschland wirklich tolle Moonshot-Thinking-Modelle, wobei Plural weiß ich jetzt nicht, gerade mir fällt halt Afrika Green Tech ein, hier von Thorsten Schreiber, das ist wirklich grandios, wie er denkt, irgendwie wie er die Fluchtursachen in Afrika bekämpft, indem er dort Solarcontainer hinschafft, in dieses wirklich schwierige Terrain und stark umkämpfte Land und da einen nach dem anderen, ein Dorf nach dem anderen mit Solarenergie versorgt. Ganz tolles Projekt, wirklich groß gedacht, groß, toll umgesetzt mit tollen Lösungen. Und da sieht man dann im Grunde, dass auch deutsche Ingenieure sehr wohl wirklich sinnvolle, tolle Projekte aufsetzen können. Und wenn ich jetzt immer nur hier von Männern spreche, dann möchte ich auch die Frauen aufrufen, wirklich groß zu denken. Irgendwie nicht bescheiden, nicht zurückbleiben, sondern macht irgendwie, denkt mal wirklich groß und versucht da irgendwie euch ein Ziel zu setzen, euch zusammenzutun, zusammenzusetzen und nicht immer nur so defensiv, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht und irgendwie, sondern überlegt euch mal was ihr aktiv gestalten wollt und dann zusammensetzen und versuchen, Lösungen suchen, Infrastrukturen aufbauen, wo man zusammenkommen kann, wo man zusammendenken kann. Es müssen nicht nur Frauenprojekte sein, überhaupt nicht, sondern aber auch von Frauen initiierte große Projekte. Und das fände ich wichtig. Mir fällt nämlich hier gerade jetzt gar keine ein, die ich jetzt hier so als Exempel anführen könnte. Okay, im Silicon Valley gibt's schon einige Frauen oder in amerikanischen Firmen. Also lasst uns wirklich versuchen, größer zu denken und auch die Anforderungen und die Kompetenz gemeinsam entwickeln, dass wir so denken können und dass wir uns da heranwagen und uns eben nicht in diesem Klein-Klein verlieren. Das mal heute. Als Einstieg in meine Sommersaison. Mal schauen, was das hier wird. Macht's gut, wenn ihr Wünsche habt, was ich denn mal so, was ihr gerne mal von mir dargelegt haben wollt, keine Ahnung, dann formuliert das einfach unten in die Kommentare rein oder schickt mir eine Nachricht, wo auch immer, auf welchem Kanal auch immer. Ich bemühe mich dann. Dann macht's gut, wünsche euch einen schönen Sommerbeginn, auch wenn wir eigentlich uns schon längst drin befinden.
Macht's gut, bis dahin, bye bye. Ciao.